Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ist die zentrale Einrichtung in Deutschland, die alle Anstrengungen zu Stärkung, Förderung der Provenienzforschung, insbesondere bei der Suche nach NS-Raubgut, bündeln soll, unterstützen soll. Sie wurde vom Bund in Gestalt des Kulturstaatsministeriums, den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden 2015 gegründet. Wir dürfen, sollen mit den Fördermitteln aus dem Haushalt der Beauftragten für Kultur und Medien Museen, Bibliotheken und Archive unterstützen, indem wir mit dezentraler Projektförderung hier die Objekte und auch die historischen Kontexte erforschen, die einen Verdacht aufweisen, dass sie unrechtmäßig entzogen worden sein könnten in der NS-Zeit. Und damit ist natürlich unsere Institution durch ihre Aufgabe die erste, die von den Ergebnissen und den Zwischenergebnissen erfährt. Daran schließt sich dann eben auch die Beratung an mit den Museen und den Betroffenen, den möglichen Anspruchstellern, den Nachfahren und Erben, die viel zitierten gerechten und fairen Lösungen zu finden. Bislang war das Zentrum auch verantwortlich für die Geschäftsstelle der Beratenden Kommission in Deutschland. Also hier ist ganz klar, dass diese Praxis des Forschens verbunden ist mit dieser politischen, moralisch-ethischen Aufgabe, Unrecht nicht fortbestehen zu lassen, was von den Nationalsozialisten begangen wurde. Das ist natürlich zunächst eine unvermeidliche Formalie, eine Grundlage. Jede Institution, die Fördermittel vergibt, muss klären, wer darf Anträge stellen, wer ist antragsberechtigt, welche Pflichten hat ein Antragsteller, um zu erfüllen, damit überhaupt ein Antrag erfolgreich sein kann, welche Gremien beraten über diese Anträge und natürlich die Gegenstandsbereiche. Und da haben wir gerade in diesem Bereich in den vergangenen 10 Jahren eine stetige Erweiterung vornehmen zu können. Am Anfang 2008, noch bei der Vorgängereinrichtung der Arbeitsstelle für Provenienzforschung, war ganz klar gesagt worden, dass wir 2 Förderkategorien in die Tat umsetzen können, nämlich die Einzelfallprüfung, also der Fall, der damals sehr viel häufiger war, dass Erbenanwälte ganz konkret an ein Museum herangetreten sind und sagen, das Gemälde von dem Künstler, das gehörte uns einmal oder ist es sehr ähnlich mit dem, was wir, uns einmal gehörte und bitte weisen Sie uns nach, dass Sie rechtmäßige Eigentümer sind. Und wenn die Provenienz bis dahin nicht geklärt war, die Dokumentation lückenhaft war, dann musste man da sehr schnell handeln und deswegen gab es die Möglichkeit, ganz schnell einen Antrag bei uns zu stellen. Innerhalb von 4 Wochen konnten wir dort helfen. Viel wichtiger, und das hält bis heute an bei der Vielzahl der Museen und Bibliotheken in Deutschland, das war die systematische Bestandsprüfung. Viele Häuser, gerade die mittleren und kleinen, waren auch da nicht in der Lage, über jedes Objekt in ihrer Sammlung Auskunft zu geben. Und das waren zunächst die Schwerpunkte. Aber wir haben dann sehr bald gemerkt, dass Provenienzforschung ja, oder wir wussten es auch, aber wir konnten es auch der Politik vermitteln, dass Provenienzforschung sehr komplex ist, dass also der Bedarf da ist, eine Kontextforschung auch zu betreiben, sodass dann auch nicht nur Museen, sondern universitäre und außeruniversitäre Forschungsinstitute zu unseren Antragstellern und Projektdurchführenden zählten. Und wir haben eben auch gemerkt, welche zum Teil unbefriedigende Situationen in den Archiven besteht, dass es Staus von Nach- und Rücklässen gibt. Also die Erschließung und Auswertung von relevanten Dokumenten, Archivalien, auch die konnten wir dann fördern. Und so ist es dann vor 2 Jahren zu einer recht erheblichen Erweiterung gekommen. Zum einen von den öffentlichen Einrichtungen auf die Privatpersonen und Privatgetragenen, aber in diesem Zusammenhang, und das war heute auch ein Thema, auch die Möglichkeiten für uns als Stiftung, Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung zu fördern. Mit der Zahl der steigenden Anträge in den Jahren 2009 bis 2011/12 und der steigenden Bewilligungen war eine gewisse Mangelsituation an qualifizierten Fachkräften vorhanden, sodass wir ganz pragmatisch, damals noch als Arbeitsstelle, uns mit der Freien Universität, mit dem Kunsthistorischen Institut zusammengetan haben, mit anderen Kollegen und gesagt haben, wir müssen Studierende, den wissenschaftlichen Nachwuchs an diese Thematik heranführen. Das war der eine Weg, aber eben auch der andere, dass wir ja sehr wohl gesehen haben, welche immensen Kenntnisse in den Häusern direkt durch die Kustodinnen, durch die Sammlungsleiter, auch die Restauratoren vorhanden war, aber nicht auf diesem speziellen Gebiet, der zum Teil ja doch sehr detektivischen Provenienzrecherche
und vor allen Dingen aber auch des Vermittelns. Woran erkenne ich NS-Raubgut? Wer waren die Akteure? Welche Provenienzmerkmale, wenn sie denn vorhanden sind, weisen auf einen Entzug hin, sodass wir da gesagt haben, die gestandenen Kolleginnen und Kollegen brauchen Weiterbildungsmaßnahmen, um ihr vorhandenes Wissen umzusetzen für diese Prozesse mit dem Ziel des Findens gerechter und fairer Lösungen. Und somit haben wir als Arbeitsstelle zunächst mit Kooperationspartnern wie der Bundesakademie für kulturelle Bildung zusammengearbeitet und als Zentrum, als eigenständige Stiftung konnten wir da nun selbst mit Kooperationspartnern so ein Weiterbildungsmodul anbieten und finanziell unterstützen.